Star Wars The Traders. Egal, wie weit du auch reisen magst, der Depp wird dich immer einholen. Missverständnis. Captain Crafter und John Xinx stürzen auf Tatooine ab, als sie versuchten, Gonk-Droiden an Jafar den Kunden zu liefern. Da ihre Fracht komplett verloren war, versuchten sie, Jafar zu überlisten. Jedoch verwechselten sie diesen mit dem auf diesem Planeten ansässigen Jabba dem Hutten. Nun sind unsere Helden mit einem geklauten imperialen Shuttle auf der Flucht. John, wir sind in einer Raumschlacht. Was können wir denn jetzt noch tun? John, wir müssen hier irgendwie weg. Funktioniert der Hyperraum, John? Funktioniert der Hyperraum? Oh nein. Wir müssen auf andere Weise versuchen, hier irgendwie rauszukommen. John, hier sind Sturmtrupplerrüstungen. Damit wären wir ein wenig aushalten ohne Luft, hoffe ich mal. Also, okay. John. Kannst du mich noch hören? Gut. Wir brauchen ein Schiff, John. Ein Schiff, mit dem wir hier wegfliegen können. Ohne hier direkt gegen die anderen Dinger zu... Ja. John. John. Komm hier rein. Gut. Uff. Wir haben hier doch etwas, was uns dabei helfen kann. Gut, John. Sind Sie bereit? Ziehen Sie Ihren Helm wieder auf. Das wird jetzt ein interessanter Flug. Das sage ich Ihnen. Gut, also. John? Ah, John. Also John. John. Wir brauchen ein Schiff. Hier ist ein Schiff, aber wir nehmen nicht dieses Schiff. Wir kommen hier nicht durch. Also John, hier ist wunderbar. Zwei X-Wing, dann können wir hier weg. Aber John, ich bekomme gerade ein Signal auf meinem Comlink. Han Yemi an Captain Crafter. Captain Crafter, können Sie mich hören? Han Yemi, ich kann Sie hören. Okay, gut, ich bin hier auf so einem schwarzen Planeten, auf so einem... dunklen, schwarzen Planeten. Wissen Sie, welchen ich meine? Ja, genau. Ich weiß ganz genau, welchen Sie meinen. Wissen Sie, wir brauchen Ihre Hilfe. Wir hasseln jetzt einfach zu Ihnen und dann können Sie uns helfen. Ja, okay. Ich weiß zwar nicht, inwiefern ich Ihnen helfen soll, aber gut. John? Kommen Sie einfach in meinen X-Wing mit rein und dann fliegen wir jetzt auf diesen komischen, schwarzen Planeten. John, sind Sie drin? Ah, wir sind auf dem Anflug. Anflug. Oh. John, das wird, glaube ich, eine Bruchlandung. Oh, nein. Direkt in den Lavasee. Ich kann mich gerade rausrennen. John, komm hier raus. Nein, John, nein. Ach, John, Sie haben es geschafft. Unser Schiff ist kaputt. Es ist da im Lavasee untergegangen.
Aber im Notfall klauen wir einfach dieses Schiff da drüben. Das wird schon niemand stören. Zunächst einmal sind wir jetzt hier getarnt. Dieser Planet scheint ja auch vom Imperium besetzt zu sein. Also, wir suchen jetzt einfach mal nach Tarnien. Erstmal dieser Helm ab. Warte mal, ich rede gerade noch von Tarnung. Und gesagt, nee, mein Helm. Ach, jetzt, das ist auch egal. Kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Na gut, na gut, na gut. Und hier scheint diesmal keine Grenzkontrolle zu sein. Das ist ja mal. Ist ja mal wirklich schön. Kommt man einfach illegal über die Grenze. Oh, was bist du denn für ein kleines Ding? Oh, was bist du denn? Was bist du denn, du? Magst du mein Lichtschwert? Magst du das? Magst du das? Ja, du magst das ganz bestimmt. Oh, 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 oh. Ein Sturmtruppler. Was versuchen die da? Oh, John, Rückzug, Rückzug. Wir müssen uns bleiben. Also, wir nähern uns denen. Also, John. Da drüben um die Ecke ist er. Der komische, der ekelhafte. Warum nicken sie die ganze Zeit? Ist irgendwas mit ihrem Nacken? Also, sind sie schon wieder betrunken oder was? Das bezweifle ich ja. Also, da hinten hinter der Ecke, da ist dieses Viech. So ein Dark Trooper oder so. Komm, also ich versuche es friedlich zu lösen. Und wenn es nicht klappt, dann kommen sie mit ihrer Axt und hauen dem den Nacken kaputt. Okay. Wir gehen rüber auf 3. 1, 2, 3. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Ich würde gerne Verhandlungen mit Ihnen führen. Sir. Ich glaube nicht, dass er an einem friedlichen Verhandlung interessiert ist. Haben Sie auch das Gefühl? Guten Tag. Guten Tag. Da rennt er einfach weg. John. Da rennt er einfach weg. Oh, wow, wow, das war aber knapp. John, was war das? Oh, wow. John, wir werden attackiert. Ich habe einen umgebracht. Wo ist der andere? Wollten anscheinend hier, glaube ich, in dieses Haus schon. Irgendwas muss ja hier drin sein. Oh! 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 Ich glaube, wir haben die Bedrohung erstmal besiegt. Erstmal. Also gut. John. Also John. Wir müssen jetzt nach dem guten Hanyemi suchen. Das wird sich sicherlich etwas schwierig gestalten. Ich kenne mich hier nicht in dieser Stadt aus. Und wenn hier weiterhin diese imperialen Suchtruinen sind, die aus irgendeinem Grund nach uns beiden suchen, dann ist es wirklich gefährlich hier. Guten Tag, wohnt hier ein Hanyemi? Das ist doch Hanyemi, der ist doch grün. Hallo? Hallo, ist sie da? Nein, anscheinend nicht. Oh, die Suchtruinen, warum hauen sie den denn auf? Sehen Sie, da kommt wieder, wir müssen alle Spuren beseitigen. Einfach raus. Und mit etwas gut Glück finden wir das Haus von Herrn Yemi. John. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche. Was ist denn das für ein? Wenn ich mich nicht täusche?
müsste er hier wohnen. Halten Sie mal hier draußen wach, okay? Gut, gut, gut. Han? Ein Crafter, Kapitän Crafter. Eine Freude, Sie zu sehen. Eine Freude, Sie zu sehen. Ja, gleichfalls. John und ich haben ganz schrecklich große Probleme. Ganz, ganz fürchterlich große. Und die sind? Naja. Es ist vielleicht so, dass wir eine Lieferung an Jaffa den Kutten haben und eventuell die Fracht verloren haben. Die reden über Jaffa den Kutten und kommen dann zu mir. Ja, genau. Ich benötige Ihre Hilfe. Han. Ja. Wir kennen uns doch schon. Wir kennen uns doch schon lange. Ja. Ich bin ja schon länger als du in diesem Geschäft. Und könntest du mir nicht vielleicht dabei helfen, neue Gong-Druiden zu beschaffen, die ich dann Jaffa dem Kunden liefere? Das Lustige ist halt, ich habe den noch nie gesehen, den Jaffa dem Kunden. Ich habe den mit Jaffa dem Hutten verwechselt. Ist das nicht amüsant? Ja, sehr witzig. Ja. Ja, hör zu, diese Dinger wirst du so leicht nicht bekommen. Die haben imperiale Chips in sich und dafür musst du auf den Sternzerstörer von Moff Tarkin. Groß Moff Tarkin? Ja, genau. Tarkin, Sie sagten Tarkin. Ja. Sagten Sie Tarkin? Ja. Glücklicherweise sagt mir das nichts. Also gut, das dürfte ja nicht so schwer sein. Also, Es ist kein gewöhnlicher Sternzerstörer. Bitte was? Der ist ein bisschen größer als ein gewöhnlicher Sternzerstörer. Ganz schön viel größer. Wie meinen Sie größer? Ja, viel größer. Da werden Sie so einfach nicht reinkommen. Kann ich Ihnen sagen. Naja, na gut. Also ich meine, was denken Sie, warum Jaffa der Kutt das nicht selbst macht? Ja, ich verstehe. Also, da werde ich da wohl mit John hingehen. Han, wir benötigen ja auch ein neues Transportmittel. Also unser geklauter X-Wing ist leider hier in so einem Lavasee verbrannt untergegangen. Naja. Ja, wissen Sie, ich habe hier ein Schiff. Die ranzige Aufgabe. Die ranzige Aufgabe? Die ranzige Aufgabe. Die ranzige Aufgabe hört sich ja wunderbar an. Steht am Eingang direkt. Ja, nur wenn Sie damit unterwegs sind, könnten Sie dann auf so einem normalen Sternzerstörer kurz anhalten und für mich da was vorbeibringen? Ja klar, also ich soll mit der ranzigen Aufgabe zum Sternzerstörer, aber ich glaube, da reichen die Sicherheitscodes nicht. Ja, dann fliegen Sie nach Tatooine und da können Sie sich dann einen TIE Fighter holen. Ja, und was wäre das, was ich da noch platzieren soll für Sie? Ja, hier. Ah, okay. Das ist nur so ein Auftrag, den ich noch ausführen muss. Thermaldetonatoren? Ein paar große Thermaldetonatoren? Ja, das ist ja... Naja, das muss ich jetzt hier mal gar nicht hinterfragen, aber... John, ich komme. Tschüssi, Mister. Tschüss, Kapitän Crafter. Wir werden uns bald wiedersehen. Das hoffe ich doch. Adieu. Zurück. Ja. Ja. Wir sehen uns. Das kriegen Sie bei mir bestimmt zurück. Ja, das will ich hoffen. Sonst sehen wir uns noch wieder. Wir sehen uns bestimmt wieder. Achso. Wir sehen uns sicher. Kommen Sie eigentlich mit zum Sternzerstörer? Sie gehen vor, ich komme danach, ne? Wegen ja, okay. Das hört sich für mich. Das hört sich für mich ganz gut an. Also gut. Okay. Tschüssi, also gut, ne? Wir sehen uns auf jeden Fall, Kapitän Crafter. Ja, tschüss. Wir sehen uns. Han. Ja, tschüss. Also John. Wir sollen jetzt das Raumschiff von Han Yemi nehmen, um dann einen super Sternzerstörer zu beklauen, der irgend so einem Tarkin, Admiral, Moff, irgendwas gehört. Also, wir müssen jetzt erstmal die ranzige Aufgabe finden. Ist dieses Schiff gemeint, John? Könnte dieses Schiff gemeint sein? Ja, das sieht für mich doch nicht ranzig aus. Das sieht doch aus, als wäre es ziemlich ranzig.
Hier sogar rostig. Also unser Schiff war nie rostig. Die Alberto Ross. Die arme Alberto Ross. Ruhe in Frieden, Alberto Ross. Aber na gut, na gut, na gut, ne? Dann geht's hier einmal hoch. Dann brauche ich meinen Co-Piloten schon. Also. Dann machen Sie sich mal bereit für den Hyperraum. Immer Reiseziel auswählen. Tatooine, sind Sie bereit für den Hyperraum? Raus aus diesem Drecksloch. Los! Zurück auf dem Drecksloch. Also John. Ist es nicht schön, wieder hier zu sein, wo wir von Jabba verfolgt werden? Und vom Imperium und von anderen Leuten? Ah, doch, doch, ganz bestimmt, ganz bestimmt. Bedenken Sie, ich habe ganz viel Beskar. Also. Also wir müssen erneut dort einbrechen, wo wir das Shuttle geklaut haben und dann einen TIE Fighter klauen. Machen wir es wieder genauso wie beim letzten Mal, nur dieses Mal sehen die es nicht kommen. Also John, kommen Sie rein. So. Wir fahren rein und dann springen Sie wieder raus und hauen alle kaputt. Da drüben ist es, da drüben ist es. Also, okay. Gut, John, John, John. Runter, 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 runter. John, 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 kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Also. Ist hier irgendwer? Ja, da drüben ist einer. Ich glaube, der hat uns noch nicht bemerkt. Ich denke, wir gehören noch dazu. Nehmen Sie mal die Augsysteme. Das ist nicht normal Sturmtrupplerverhalten. Okay, okay, okay. Gut schon. Da hinten ist der TIE Fighter. Oh, er hat's herausgefunden, er hat's herausgefunden. Er kennt den Trick anscheinend schon. John, John, kommen Sie! John, kommen Sie! Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie! Kommen Sie dazu, kommen Sie dazu! Wir haben's geschafft, John! Wir haben's geschafft! Wir haben den TIE Fighter. Okay, ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Gut, 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 gut. Da ist der Sternzerstörer. Und der andere große Sternzerstörer. Und irgendwie ist er auch die Wolkenstadt Bespin. Ich weiß nicht warum, aber es existiert. Ich muss runter, hoch, 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 hoch. Okay, ich bin im Sternzerstörer. John, kommen Sie da raus. John, 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 okay. Also John, John, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Wir müssen die Brücke finden. Ich glaube, die Spur ist hier ganz, ganz warm. Ganz, ganz warm, ganz, ganz heiß. John. Da geht's runter. Okay, was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Aha. Oh, da ist einer! Da ist einer! Da ist einer! Da ist einer! Ah, da sind sie schon. Was ist da? Ah, okay, ja, ja, okay. Wir wollen hoch. Oh, wir sind auf der Brücke. John, wir sind auf der Brücke. Kümmern Sie sich um die. Also John, ich glaube, uns wird uns gleich hier alles um die Ohren fliegen, also wir sollten hier ganz schleunigst raus. Also John, wo geht's hier lang? Wo geht's hier lang? John, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Gut, gut, gut. Hier, John. Sind Sie drin?
John, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Okay. Jetzt geht's wohl in das eigentliche Schiff. Ich nähere mich dem Schiff ganz langsam an. Also John, willkommen auf dem Supersternzerstörer von Grand Moff Tarkin. Hier sollen irgendwo die Schiffe sein, nach denen zu suchen. Es wirkt sehr bedrohlich hier auf mich. Was ist das? John, legen Sie den Hebel um. John, was ist das? John, was ist das? John! Was gucken Sie denn da in diese Kiste? Was ist das? Warte mal, gehen Sie mal zur Seite, gehen Sie mal zur Seite. Ganz einfache Antwort. Das ist meins. Gefällt es Ihnen? Wie steht es mir? Ich kann fast nichts dadurch sehen, John. Ich bin blind. John, ich kann nichts sehen, John. Ach, John, setzen Sie das doch mal auf. Können Sie dadurch noch irgendwas sehen? Ja, okay. Ja, dann geben Sie mal her. Das kann man bestimmt irgendwo verkaufen. Irgendein Troll zahlt doch dafür bestimmt. So. Einfach wieder zu, dann fällt das doch niemand auf. Hier ist eine Sackgasse, John. Wir wurden eingesperrt, John. Hier geht's raus, John. John, was können wir nur tun, John? Hier ist ein Fahrstuhl, John. John, kommen Sie, John. Also, John. Sind wir hier auf der Brücke? Ich bin mir unsicher, John. Nee, Quartiere. Kommen Sie. Keine Spur von den Chips. Was tun Sie hier auf meinem Sternzerstörer? Ich glaube nicht, dass Sie die Befugnis haben, hier zu sein. John, ist das nicht dieser Tarklin? Tarklin. Ich heiße nicht Tarklin, ich heiße Tarkin. Truppler, führen Sie diese zwei Leute ab, oder besser, exekutieren Sie diese zwei Rebellen. Sir, Tarkin, Sir. Ich kenne diese zwei Leute. Ey, Sturmkrummler, ich kenne dich doch. Du alter Freund hier, ey. Bedauernswerterweise. Und wir haben ehrlich gesagt absolut keinen Bock wieder auf die hier. Wissen Sie, Sir Tarkin, Sir, die haben sich ja einfach aufs Set geschlichen. Die haben hier gar nichts mit uns zu tun, wissen Sie. Der Befehl ist Befehl. Jetzt führen Sie den gefälligst auch raus. Na los. Sie werden nicht ohne Grund nicht bezahlt. So, jawohl, Sir. Hallo, ich kenn dich, ey, alter Freund. Wir sind lang nicht gesehen, ne? Tatooine, gute alte Zeit. Was machst du denn hier, du? Ich kann nicht erwartet, dich hier zu treffen, ne? Nö. Also, das nehme ich jetzt, davon fühle ich mich jetzt verarscht. Oh, ne, also, direkt, habe ich direkt echt keinen Bock mehr, ne? Also wirklich, dadurch wäre ich endlich los. Ich zwei Volldeppen, aber nein. Nein, da bittet man sogar darum, versetzt zu werden. Da bittet man darum, versetzt zu werden. Und plötzlich, die Deppen folgen einem immer. Die Deppen folgen einem immer. Ich hasse meinen Job. Ich hasse mein Leben. Wirklich schlimm. Also wirklich, ihr beide seid schuld, wenn ich mal einen Suizid begehe. Wirklich, also. Das kann man mir auch wirklich nicht verübeln, bei euch voll. Nein. Tarkin, Sir, sind Sie sich sicher, dass ich das tun muss? Also gut, Abschaum.
Abschaum. Oh. Tarkin, Sir. Ich glaube, die zwei Rebellen sind geflohen. Ist das gänzlich unmöglich? Ich stand die ganze Zeit vor dem Fahrstuhl. Aber anscheinend ist es doch passiert. Los, Truppler, hinterher! Und jetzt genieße ich weiter meine Rente oder sowas. John, die haben es nicht bemerkt. Komm, ganz schnell hier weg, ganz schnell hier weg, John. Okay, okay, okay. Halt, 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 halt. Jetzt bleiben Sie hier mal stehen, bitte, mal. Meine Herrschaften, Sie bleiben jetzt hier mal stehen. Auf das habe ich hier wirklich echt. Sie schaffen sich hier meinen Tag zu verderben. Das haben Sie schon auf Tatooine geschafft, als wären Sie hier nicht umgeschafft. Also, ganz, ganz simpel. Jetzt ganz simple Aufgabe für euch. Ihr kommt jetzt zu mir und ich erschieße euch und alle Probleme sind gegessen. Einverstanden? Einverstanden? Ach, und da sind sie weg. Ach, lohnt es sich eigentlich noch hinterher zu laufen? Ich komme! John, kommen Sie! Nein, hier geht's nicht runter! Wir müssen zurück zum Fahrstuhl! John! Kommen Sie! John! Hier geht's runter. Ah! Einige Truppler! John, okay. John! Hier rein, Tür zu! John, schließen Sie die Kammer! Danke, John. Sie haben ja hier alles beseitigt. Finde ich gut. Heidewitzka, was war das? Na gut. Dann kommen Sie mal, John. Wir müssen jetzt ganz schnell in den Hangar. Unser Schiff nehmen und hier schnell wieder weg. Anscheinend gibt's hier nicht die Code, nach denen wir suchen. Nicht die Code, mein Chips. Also, gut. Kommen Sie. Gut, John. Da hinten. John, wir haben zwei Schiffe zur Verfügung. Zwei Schiffe. Kommen Sie, unser Schiff ist hier. Also. Halt. Bleib mal, halt. Sie sind jetzt exekutiert oder verhaftet. Sie sind jetzt verhaftet. Ja. Wissen Sie? Sie sind jetzt. Was ist mit dem Crossbow? Warum hängt er so an meinem Kopf? Warum hängt er mir am Bauch? Jemand hat mir meinen Crossbow an den Bauch geklebt. Hilfe. Egal. Sie sind jetzt verhaftet. Ah, John, wurdest du getroffen? John! Ah, woher kam denn dieser Schuss? John, nein! John, nein! Hier kommt ihre Rettung. Hanyemi, die haben John. Hanyemi, die haben John. Wir können ihn nicht zurücklassen, Captain Proctor, wir müssen ihn zurücklassen. Wir haben gar keine andere Wahl gegen Wir können doch John nicht zurücklassen. Wir müssen ihn zurücklassen, wir haben keine andere Wahl. Wenn Sie das so sagen.